Tarzan, sieh mal. Erinnerst du dich? Affe. Tarzan, hier. Familie. Deine Familie, ja? Würdest du mich und meine Familie zu ihnen begleiten? 10 Tage lang haben die Jugendlichen Zeit, um das Musical auf die Beine zu stellen. Dieses Jahr die legendäre Geschichte um Tarzan. Auch wenn die Story fast jeder kennt. Alle zusammen in die Ecke rüber. Es ist trotzdem eine Kunst, sie auf die Bühne zu bringen. Auf jeden Fall eine große Herausforderung war, keinen Menschen zu spielen und einen Affen zu verkörpern. Das war am Anfang schon echt schwierig, aber wenn man sich so reingefuchst hat, dann ist es auch nichts anderes. Ja, ich finde es ein bisschen schwierig. Man darf halt nicht laufen wie ein Mensch, man muss so wie ein Affe gehen und so Geräusche machen wie ein Affe, weil die können ja auch nicht reden. Das ist ein bisschen ungewohnt. Also vielleicht, weil wir spielen ja beide Männer. Und es war am Anfang ein bisschen schwer, sich so, weil wir müssen auch wie Männer laufen dann. Und es war ein bisschen schwer dann, weil Männer laufen ja anders als Frauen, das dann so umzusetzen. Aber wir haben es dann eigentlich recht gut hingekriegt. Wie laufen Männer denn anders? Die haben so die Hüfte so ganz extrem nach vorne geschoben und dann die Füße so nach außen. Wir hatten auch Männertraining, also so wie ein Mann zu laufen, haben wir auch geübt. Spaß macht es den Künstlerinnen und Künstlern zwischen 10 und 17 Jahren trotzdem. Oder auch genau deswegen. Ich schlüpfe gerne in andere Rollen, ja. Halt, wenn man Freunde findet und eine andere Person spielt, die man eigentlich ist. Aber so am meisten Spaß macht es halt, wenn man Freunde findet und dann einen Text aus dann selber zu kreieren und tanzen. Ja, es macht immer sehr viel Spaß, auch mit den ganzen Leuten und auch das Schauspielen oder allgemein Tanz, Gesang ist immer sehr, sehr schön hier. Genauso begeistert wie die Kinder sind ihre Teamer. Sie betreuen das Musical-Projekt größtenteils ehrenamtlich. Diese Kreativität bei den Kids rauszukitzeln ist klasse, ist unschlagbar. Wir haben ja vorhin auch gesehen, was dann da rauskommt. Das ganze Team hat da davon noch nichts gesehen gehabt, was die Hauptrollen da auf die Bühne gezaubert haben und das so im Stillen so geprobt. Und dann geben wir ihnen den Raum, und das ist das Schöne am Projekt, um ihre Stärken zu zeigen. Tanzen. Singen. Und Schauspiel. Ha, das war aber erschreckend einfach. All das gehört für die MusicaldarstellerInnen dazu. Beim Musical-Projekt der katholischen Jugendarbeit dürfen die Kinder aber auch ihre Texte, Lieder und Kostüme selbst entwerfen. Weil es das Stück von den Kids sein soll. Wir versuchen, alle Aspekte mit reinzubringen, die mehr schauspielern wollen, denen mehr zu geben, die mehr in die Technik und hintendran wursteln wollen, so wie ich. Ja, ich muss nicht auf die Bühne vor, ich kann da auch im Hintergrund bleiben und denen auch die Möglichkeit zu geben, sich in die Technik zu vertiefen. Für jeden ist das Passende dabei. Und trotzdem steckt kurz vor der Aufführung die Nervosität schon mal. Man ist ein bisschen so hebelig, vielleicht auch ein bisschen hyperaktiv. Man kriegt vielleicht ein bisschen mal Kopfschmerzen oder Bauchflattern und ist so, okay, ich kann das nicht, ich schaffe das nicht. Bist du auf der Bühne und dann läuft alles reibungslos. Danach bist du, puh, okay, ich habe es geschafft.